Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lost. Ich weiß noch nicht mal. Ja, doch, laufen kriege ich hin. Ich habe auch eine kurze Grundeinweisung bekommen. Aber ja, ihr seht schon, wir spielen Among Us. Wahrscheinlich kennt ihr das Spiel besser als ich und lacht euch jetzt total tot. Mit mir spielen das Ganze Flo, Hugo, Justus, Luke, Metal, Josie und Zain. Ja, ich krieg noch nicht mal deinen Namen ausgesprochen. Wie heißt du? Zain zwar und ich spiele nicht mit. Okay. Also, ich wäre soweit. Moin. Gut, let's go. Und stumm. Achso, wir müssen uns stumm. Achso, und wir dürfen nicht reden während den Runden. Null reden. Dann stumm ich mich und dann kann ich mit euch reden. So. So, also ich habe auf jeden Fall Aufgaben. Also ich bin auf jeden Fall kein... Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, ich muss Karte ziehen erstmal. Wo kann ich denn die Karte ziehen? Ah! Okay, sei notfalls mit dir angucken. Luke ist tot! War das mit Absicht, das Meeting? Hast du mit Absicht gerade auf den Meeting-Button gedrückt? Luke ist tot! Okay. Hast du die Leiche gesehen? Ah, ich bin gemutet. Oder hast du einfach auf den Meeting-Button gedrückt? Also wenn man einer Leiche stehst, kannst du auf darauf klicken, dass du die Leiche gefunden hast. Du musst nicht zurück zum Button laufen. Eigentlich, eigentlich wollte ich die Karte haben. Wo kriege ich denn diese Karte? Und jetzt weiß doch jeder, dass ich kein Imposter bin. Die hat auch der Imposter, glaube ich, die Karte. Die Karte ist, siehst du oben rechts, hast du dieses Zahnrad und darunter ist die Karte. Ich glaube, du kannst ihn mit Tab auch öffnen. Ah, da ist die Karte. Ja. Okay. Mit Tab kannst du auch öffnen. Aber Luke ist tot. Das hast du gut erkannt. Weißt du, wer den getötet hat? jetzt siehst du überall Ausrufezeichen. Also ich würde sagen, es war nicht Josie, weil Josie hätte nicht gefragt, ob ich die Leiche gesehen habe. Wo waren die Leiche? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ja keiner. Wie? Achso. Es hat keiner die Leiche gefunden. Lass uns eine Leiche suchen jetzt. Ist einfach so gestorben. Warte, wenn du jetzt... Okay. Klick mal kurz auf die Map. Jetzt siehst du überall diese gelben Ausrufezeichen, ne? Ja. So, da musst du hinlaufen und da sind deine Aufgaben. Ah, okay. Dann weiß ich das für die nächste. So, und jetzt kannst du hier entweder einen von uns voten oder du kannst unten links auf überspringen. Nee, wir müssen jetzt schon irgendwen umbringen. Also ich würde mal sagen, du bist es nicht, weil du hast mich gefragt, ob ich die Leiche gefunden habe. Also du wusstest, dass ich dort hingelaufen bin. Nee. Wir wissen ja nichts, also ich gehe erstmal auf überspringen. Ich meine, theoretisch können wir versuchen, es rauszufinden, aber wenn du jetzt einfach nur überspringen willst, können wir das auch machen. Nee, ich habe schon wen gewotet. Ich habe schon wen hast du gewotet? Also Fancy war bei mir, Fancy war es nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also es macht ja Sinn abzuchecken, wer wo war. Der Kill ist relativ schnell passiert, das heißt, wir könnten ja jetzt... Okay, jetzt... Also ich kann euch versprechen, Luke war es nicht. Good to know. Ah, okay. Ah, ich kann auch... Ich muss mich muten. Ich kann auch laufen, wenn ich die Karte aufhabe. Das muss ich jetzt hier machen? Ach, Aufgabe erledigt. Wunderbar, ich bin gut. Das ist einfach, das krieg selbst ich hin. Ah, ich sag doch, ich bin gut. Karte einführen. Aufgabe erledigt. Gar nicht mal so schlecht, möchte ich meinen. Leiche gemeldet.
So, jetzt will ich aber wissen, wer hat hier wen umgebracht? So, die Frage ist jetzt erstmal, wer wo war. Ich war zwischen Admin und Lager. Und neben mir waren noch zwei. Also einer war oben und einer war unten, aber der eine hätte den anderen töten können. Also ich würde da jetzt keinen von decken. Okay. Also ich bin ein Reaktor, ich mach das Zahlendingsbums. Wo ist denn die Leiche? Woher wissen wir das? Flo, du bist muted. Oh, ja, gut. Also ich habe die Leiche gefunden zum Eingang von Admin. Und bei mir war Bedboy und Justus. Zum Eingang vom Admin? Wie sieht denn so eine Leiche aus? Ist das so ein Knochenhaufen? Das ist so ein halb abgeschnittener Körper, wo so ein Knochen rausguckt. Ja, okay, dann habe ich die Leiche auch gesehen. Unten rechts ist der Report-Button als kleiner. Ich wusste nicht, dass das eine Leiche ist. Ja, der blinkt dann, also der geht dann so auf. Dann ja, hast du da halt. So, als wer hat die Leiche gefunden? Okay, Metal ist tot. Also wenn wir nur einen Flo, Bruster. Dass Josie einmal in Cafeteria gewendet ist, weil auf einmal war sie einfach da. Ich hab dich nicht mal gesehen. Wo soll ich denn da gewendet sein? Du siehst mich ja öfters nicht. Was ist denn wenden? Aua. Wenden du kannst oder? Als im... Wenden, nee, du kannst ist, wenn als du in den Lüftungsschacht reinspringst. Da kannst du als Imposter dann relativ schnell von A nach B kommen, gibt aber festgelegte Routen, die nicht überall hingehen. Okay. Und das macht Geräusche. Also zum Beispiel kommst du von diesem Electrical-Raum da unten links in den Security-Raum und in den Medbay-Raum. Mit einem, also mit drei Vents halt entsprechend. Aber so du musst aufpassen, wenn jemand sieht, dass du aus dem Vent kommst, bist du halt direkt safe Imposter, weil wir, glaube ich, nicht mehr diese Extra-Runde spielen, oder? Nee, weil keiner wenden kann, außer du. Okay. Okay. Also aus meiner Sicht ist Benzi safe, weil er beim ersten Kill bei mir war. Ja, aber rein theoretisch ist es auch... Ah, Flo, das kann ich agreeen. War das Flo? Das war Flo. Ja, das war ich. Also Flo war bei mir, egal wer es gesagt hat. Wo wart ihr? Wo wart ihr? Oben rechts. Mit Storage mit Flo. Achso, meinst du diese Runde? Warte, diese Runde war ich in... Lager. Weiß ich gar nicht. Ah, ich bin gerade in Shields unten. So, wer war in Lager? Ich und Flo. Okay, das kann ich bestätigen. Ja, danach habe ich die Leiche gefunden. Und du wenn Josie wirklich Reaktor war, ist meiner Meinung nach Justus am Sass. Nee, also dann, also Justus, wer war mit bei dir? Flo und dann du bist halt. Okay, dann kann ich euch beide saven. Nee, dann kann dann kannst du ja nur Josie oder das Bad Boy sein, weil Flo kann mich saven, weil ich in der ersten Runde die ganze Zeit bei ihm war. Ey komm, ich stell mich so doof an, wie soll ich mich so doof spielen? So doof kann keiner spielen. Es kann auch genauso Justus gewesen sein. Ja eben, ja, aber Justus die können sich ja diese Runde runtergelaufen sein. Ach so. Ja, aber die waren ja nicht die ganze Zeit beieinander. Sorry, ich hab nicht die ganze Zeit zugehört, ich hab nur das Bad Boy hat gemeint, er kann die beiden saven, deswegen war ich jetzt kurz... Wo lag kurz die Leiche überhaupt? Bin aufgesprungen. Eingang Admin. Ja, aber ich war in Admin und dann sind Justus und okay. Flo ja gekommen. Wir sollten uns auch absprechen. Also ich hab geskippt. Also als ich aus Admin raus bin, sind Flo und Justus ja von unten gekommen. Also das geht nicht. Jetzt müssen wir wegen euch alle noch sterben. Weil ihr mir nicht glauben wolltet. Liegt da bei euch auch die Zwiebeln? Was für eine Zwiebel, Junge? Diese Blume bei Admin? Egal, sorry. Das ist Lukes Haustier. Ah, okay. Okay. Interessanter Move. Nach der Aussage, die Speedball gerade getätigt hat, ist Josie für mich schon sehr sus. Ja, also, ich meine, ich bin in Admin reingelaufen. Jetzt, nachdem ich weiß, wie so eine Leiche aussieht, lag die Leiche da schon vorher. So, jetzt ist die Frage, Justus und Flo, wie lange seid ihr schon miteinander rumgelaufen? Nicht lange, wir haben uns... Überhaupt nicht lange, wir haben uns einmal kurz gesehen. Auffüllt ja, dann kann es ja trotzdem Justus gewesen sein. Und dann war ich unten mit Flo. Aber ihr habt dazwischen schon eine Task gemacht. Ja. Ja, beim Benzin in Storage. Und ja, Hugo, was konntest du sagen? Ich kann leider gar nichts sagen, außer dass Flo beim ersten Kill nicht gewesen sein kann und deswegen auch nicht der Imposter sein kann. Ja. Aber es gibt ja nur einen, den sie sagen. Genau. Also ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, ich weiß nicht, was Josie, Justus und Spadboy gemacht haben, aber ich weiß, dass Flo in der ersten Runde den Kill nicht gemacht haben kann. Und das heißt ja, dass er nicht Imposter sein kann. Aber warum soll Justus mit Flo zur Leiche laufen, wenn er Imposter ist?
Na, vielleicht. Hey, dann werden sie nur ganz kurz gesehen. Nicht? Also so. theoretisch, wenn er hofft, dass der Kill-Countdown wieder ab ist, bevor er die Leiche sieht, könnte er ihn auch noch killen. Wäre eine Option, aber... Also ich würde sagen, wir nehmen Josie und wenn wir Josie es ja aber ist, nehmen wir Justus und wenn es Justus auch nicht ist, dann nehmen wir Hugo. Aber wieso? Warte mal. Also Flo und ich können uns gegenseitig covern, also das funktioniert so nicht. Nicht aber wirklich. Wir müssen ja auch gar niemanden voten, weil wir sind 4 gegen 1. Wir sind 4 gegen 1, das heißt, wenn wir jetzt einen voten, der falsch ist, muss der Imposter nur noch 2 killen? Nee, nur noch einen killen. Nee, noch 2 killen. Okay, das heißt, wir skippen jetzt erstmal. Genau, ich bin auch erstmal fürs Skippen. Wenn es gleich viele Imposter wie Crewmates gibt, dann ist die Runde vorbei. Okay. Ja, Josie, als Imposter wäre ich jetzt auch fürs Skippen. Nee, als Imposter würdest du jemanden orten wollen eigentlich, aber es schließt nicht aus, dass sie trotzdem Imposter sein könnte. Also. Ja, aber. Die kennt das Spiel ja mittlerweile so ein bisschen. Ah, muten. Ja, Josie kennt das Spiel. Ja. Ich glaube, es ist Josie. Also, wenn sie mich jetzt umbringt, weiß ich, dass es ist. Sie bringt mich nicht um. Vielleicht will die diesen Gang da benutzen. Sag ich doch. Ich hab's doch gesagt. Ich bleibe auch noch da. Sage, sie ist Imposter und bleibe auch noch da stehen und warte, bis sie mich tötet. Kann ich jetzt noch irgendwas sehen, wo wer ist? Nee. Das ist auf jeden Fall Josie. Mal gucken, wie viel sie noch schafft umzubringen. Da hat sie schon wieder einen umgebracht. Wir hören mal mit rein, was aber wir dürfen ja nichts mehr sagen. Flo und ich können uns gegenseitig saven, du hast gerade vor meinen Augen noch Justus umgebracht. Also. Du musst dich zuerst killen, aber du warst so schnell weg. Ja, ich wusste ja, dass entweder du oder Justus es sein wird. Und dann bin ich natürlich von euch beiden weggerannt. Ich hab so gut gespielt. Ich bin echt überrascht, dass beide tot sind. Ich hab gedacht, weißt du, ich warte jetzt, bis ein Kill passiert irgendwo auf der Map und suche einfach die Leiche, weil ich war ein bisschen in Admin, hab geguckt, was passiert. Aber dass du beide schon gekillt hast, ist echt krass. Ich hab so gut gespielt. Jetzt dürfen auch die Toten wieder reden, ne? Ja, wir wissen ja, das steht fest, dass ich jetzt das Spiel ist vorbei. Ja, weißt du, ich war neben Josie hier oben in Navigation und denke so, naja, vielleicht will sie das Ding benutzen. Nee, sie kommt wieder raus. Denke so, okay, bleibst du jetzt einfach hinter ihr. Vielleicht war es ja nicht. Dann standst du bei ihr, wenn die nächste Leiche gefunden wird. Zack, bin tot. Und ich denke mir so, natürlich, warum bleibst du auch neben demjenigen stehen, wo du sagst, der ist Imposter? Ja, fragwürdig. Also, du hast richtig so bei ihr gemerkt, ich will also, das eigentlich nicht. Aber du hättest... Wenn Josie Flo gekillt hätte, hätte ich gar keinen Plan gehabt, was jetzt Phase ist. Generell, also du hast die falschen Leute gekillt. Ja. Du hast ja halt die beiden Leute, die eigentlich am sassten waren, beziehungsweise halt einer, der das Spiel nicht so kann. Und der sass ist, hast halt gekillt. Nee, viel schlimmer ist, dass du genau die zwei leben lassen hast, die sich proven können gegenseitig seit Anfang an. Ich wollte Mette killen, weil der mich am meisten verdächtigt hat und dann wollte ich Flo suchen, aber ich habe Flo nicht gefunden und ich bin nervös geworden, dass irgendjemand die Leiche findet. Also bin ich Richtung Dings gegangen und dann wollte ich dich erst killen, aber dann bist du weggelaufen und dann bin ich nervös geworden und hab einfach... Aber du hättest doch, wenn jemand die Leiche findet, hättest du es auch auf Justus schieben können. Ja, theoretisch schon, aber ich bin so schlecht, es auf andere Leute zu schieben, weil einfach ich immer aggressiv. So nee, aggressiv reinfronten. Ja, Justus verplappert sich auch gerne, das kennen wir ja. So, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine ereignisreiche und lustige Runde, also auf jeden Fall, wenn man das gehört hat, was ich gesagt habe, als ich stumm sein musste. Also, Josie hat's gut gemacht. Josie hat's wirklich sehr gut gemacht. Danke. Bis am Ende die zwei kleinen Fake-Kills. Und von daher würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und nebenbei, Josie ist auch live nebenbei. Wenn ihr das Ganze also live sehen wollt, ich packe euch mal unten in die Videobeschreibung den Link rein. Dann könnt ihr da mal vorbeigehen. Und dann könnt ihr bei Twitch mal ein Abo dalassen. Und damit sage ich Tschüss. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.